Das deutsche Land sollte wie in früheren Jahrhunderten durch den Einbruch feindlicher Heere verwüstet werden. Zum Schutz des deutschen Landes gibt der Führer am 28. Mai 1938 an Heer und Luftwaffe den Befehl zum verstärkten und beschleunigten Ausbau der Westbefestigung. Aus seinen großen Kriegserfahrungen heraus bestimmt der Umfang und Grundzüge für ein Festungswerk, wie es noch nie ein Volk zu seinem Schutz und zur Erhaltung des Friedens errichtet hat. Der Führer bestimmt den Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. Todt, zum Baumeister des Festungswerkes. In Gemeinschaft mit dem Inspekteur der Festungen trifft Dr. Todt Vorbereitungen für die Baudurchführung. Sofort werden in großem Umfang Erkundungen im Gelände durchgeführt. Nach diesen Erkundungen legen die Festungspionierstäbe die Baustelle fest und vermessen sie. In den Zeichensälen entstehen Typenentwürfe und Baupläne. Diese Pläne müssen in kürzester Zeit Wirklichkeit werden. Unvorstellbare Mengen an Rohstoffen, Baumaterial und Arbeitskraft sind zu mobilisieren. Zusammenfassung aller Kräfte, heißt die Parole.
die Organisation steht. Die Vorbereitungen sind beendet. Das Werk kann beginnen. Kubikmeter Holz werden bereitgestellt. In den Steinbrüchen wird mit Hochdruck gearbeitet. Kiesbaggereien aus dem ganzen Reich liefern die Zuschlagstoffe nach dem Westen. Millionen Tonnen Zement werden zu Beton verarbeitet. Ein Drittel der gesamten deutschen Jahresproduktion. Erweitert ihre Werke, um den gewaltigen Bedarf an Baustahl und Panzern zu decken. Drei Millionen Rollen Draht zum Bau von Stacheldrahthindernissen werden geliefert. Täglich rollen über 8000 Eisenbahnwaggons mit Baustoffen zum Westen. Dazu Schifftransporte. Präziseste Organisation ermöglicht den reibungslosen An- und Abtransport der Baustoffzüge. Der Betriebsverband setzt über 15.000 Lastkraftwagen aus allen Teilen des Reiches im Westen ein. Sie bewältigen unter schwierigsten Straßenverhältnissen den Transport der Baustoffe von den Bahnhöfen zu den Baustellen. Umfangreiche Straßenbauten sind notwendig. Riesenstapelplätze aller Art in allen Abschnitten der Befestigungszone.
kürzester Zeit müssen diese gewaltigen Materialmengen verladen, bearbeitet und eingebaut werden. Generalfeldmarschall Göring greift ein, um ausreichende Arbeitskräfte sicherzustellen. Aus allen deutschen Gauen kommen die Werktätigen an die Westgrenze, um den Schutz der Heimat aus Beton und Stahl zu errichten. Und lagern werden 530.000 Arbeiter des Westwalls untergebracht. Für die Betreuung, Verpflegung und Unterkunft der Arbeiter stellt Reichsorganisationsleiter Dr. Leis Einrichtungen der Deutschen Arbeitsfront zur Verfügung. Die Männer des Reichsarbeitsdienstes sind ausnahmslos in ihren eigenen Lagern untergebracht. Tag für Tag geht es um die Arbeit. Mit Kraft kommen die Bussen aus dem ganzen Reich. Allein die deutsche Reichsfront hatte nur für 2/3 ihres Bestandes nach dem Westen abgegeben. Wir haben den Tag von der Hände an ein.
Bauarbeit bei Wind und Wetter erfordert gute Verpflege. Außer den allgemeinen drei Mahlzeiten erhält jeder Arbeiter kostenlos eine warme Suppe auf der Baustelle. Hierfür stellen die Gliederungen der Partei ihre Feldküchen zur Verfügung.